Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Fahrmechanik Simulator 21. Ja, es ist wieder Freitag. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Und ja, zuletzt haben wir hier an den Nissan Skyline rumgeschraubt. Beziehungsweise haben den nackig gemacht. Und ja, der Motor müsste ja schon hinten auf dem Seziertisch stehen. Und da gehen wir halt auch jetzt mal hin. In dem Fall nicht. Die Kurbelwelle wieder rein. Das ist die Kurbelwelle, brauchen wir. Mit Trail. Da brauchen wir 6 Stück. Brauchen wir auch 6? Wenn schon, denn schon. Nehme ich ein paar 6. Da werden wir mal ein besseres Schulrad reinbauen. Fehlt hier noch was? Also klar, warum müsste ich noch welche haben? Ah, warum kann ich die? Kann ich die überall nicht mitieren? Hä?
Seltsam, seltsam, warum kriege ich hier unten die Ölwanne nicht rein? Können vor 6 VQ. Davon brauche ich aber 2. Und die sind nicht gerade günstig. Zwei unterschiedliche Zylinderköpfe. Seltsam, seltsam. Wasserfilter haben wir welche? Abhaken, meine Freunde. Ist halt ein spezieller Turbolader, weil ich das Nissan DLC drauf habe. Und da habe ich was vergessen auszuschalten, meine Freunde. Beziehungsweise stumm zu schalten. Ich habe die doch bestellt. Das ist unterschiedlich jetzt.
Außer nur bei meine Freunde? Uiuiuiui. Wird ein wilder Motor. Ja, das ist ein Lithermotor, man merkt's. Jetzt wird wahrscheinlich auch ein Schuss, warum ich keine Ölbänder reinkriege. Lichtmaschine hatte ich ja gekauft. Ah, das sehe ich jetzt erst. Ihr dreht in Richtung links. Da braucht es gleiche Teile. Warum auch immer.
Feuerkettchen. Gibt es natürlich den Schwingenkeil. Immer wieder abhaken, meine Freunde. Leute, die Führung braucht es auch der Motor. So, jetzt raschelt es ein bisschen. Ach du Heiland! Eine Million Schrauben drin. Seht ihr, jetzt kann man nämlich erst die Ölwanne reinbauen, weil es noch keine spezielle ist. Ein spezieller Motor, ne? Ich hatte, glaube ich, zuletzt ein paar Ölfilter mir gekauft. Den Grün habe ich ja an Kroda. Typ B habe ich auch da. Ja, also der Bild da nicht. Spanner. Ja, noch genug auflaufen. Oh.
Da noch 4 Schaden. Brauche ich 8 Stück. Echt alles so. Als wär's neu. Ist ja neu. So, hätten wir den Motor. Den Motor des GTR fertig gebaut. Ja, und den werden wir auch noch einbauen, aber heute nicht mehr. Das machen wir dann nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Und ja, liken, kommentieren, teilen, ihr kennt's ja. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.